In Bronze leuchtet das Cupra-Logo hier auf dem Kühlergrill, die Seyer-rot lackierten Cupra Leon. Wir haben aber hier nicht das Spitzenmodell mit 300 PS unter der Haube, sondern Cupra erweitert das Modellangebot nach unten hin, denn gerade Einstiegspreise werden immer teurer und dann ist es doch ganz lohnenswert, durchaus auch mal wieder etwas günstigere Fahrzeuge anzubieten. Und so steht hier nun der neue Cupra Leon 1.5 e TSI mit einem 1,5 Liter Vierzylinder Turbobenziner unter der Haube mit 150 PS. Ob das reicht, aus dem Cupra Leon auch einen echten Cupra zu machen, das werden wir natürlich gemeinsam herausfinden. Wir gehen aber auch auf die bekannte Verbrauchsrunde. Wir fahren wie immer 50% Überland, 40% Autobahn, VMAX 140, 10% Stadtverkehranteil. Und auf der Runde wollen wir dann natürlich herausfinden, wie effizient arbeitet der kleine 1,5 Liter Vierzylinder Turbobenziner, wie viel Platz bietet der Cupra Leon als Hatchback, wie fährt er sich und ist es am Ende wirklich ein echter Cupra und gibt es eine Empfehlung dafür? Wenn ihr dranbleibt, werdet ihr das erfahren. Abonniert den Kanal gerne, falls nicht schon getan. Gebt mir ein Like für das Video und vor allem schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentarbox, damit wir am Ende des Videos auch gemeinsam über den neuen Einstiegs-Cupra hier diskutieren können. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit mir, dem Ubi und dem Cupra Leon 1.5 e-TSI. Cupra erweitert sein Modellangebot nach unten hin. Aktuell ein sehr cleverer Schachzug, wie ich persönlich finde, denn die Fahrzeuge werden immer teurer und da ist es dann ganz gut, wenn man doch nochmal den Einstiegspreis weiter absenken kann. Und das macht man natürlich am einfachsten, indem man hier schlicht und ergreifend eine Einstiegsmotorisierung anbietet, die ein bisschen weniger Leistung hat, aber optisch genau das gleiche bietet wie die größeren und potentesten Modelle im Programm. So kommt nämlich jetzt auch der Cupra Leon mit dem 1,5 Liter großen Vierzylinder Turbobenziner daher. Wenn man ihn als Handschalter wählt, gibt es eine 6-Gang-Handschaltung oder aber man möchte ein Doppelkupplungsgetriebe, dann ist hier der sogenannte e-TSI verbaut. Bedeutet, wir haben hier einen Mild-Hybriden, der die Möglichkeit bietet, in Schubphasen den Motor komplett abzuschalten und tatsächlich so ohne Motorlauf dahin zu segeln oder aber eben auch nur auszukuppeln und dann im Leerlauf zu segeln. Des Weiteren bietet der 1,5 Liter TSI sowohl aber beim Handschalter als auch beim Doppelkuppler weiterhin die Möglichkeit einer zylinderselektiven Abschaltung. Das heißt, es werden zwei Zylinder, wenn man wenig Leistung abruft, abgeschaltet und der Motor läuft lediglich auf zwei Zylindern. Ist das hörbar? Nein, es ist überhaupt nicht hörbar. Ist es spürbar, dass es abgeschaltet wird? Nur für sehr sensible Menschen, die auch wirklich darauf achten und eben den Fuß steuern. Ansonsten ist es lediglich visuell sichtbar im Kombi-Instrument, denn dann steht ein Eco-Symbol im Kombi-Instrument ganz klein unten rechts an der Ecke. Die Außenabmessungen, die sind unverändert zum normalen Seat Leon. Da gibt es lediglich kleine Änderungen der Zahlen aufgrund der etwas dynamischeren Anbauteile, die Cupra hier verwendet an der Front und am Heck. Die sind ein bisschen voluminöser, ein bisschen ausladender. Somit gibt es dann hier minimale Abmessungsänderungen. 4,40 Meter ist der Cupra Leon 1.5 e-TSI hier lang, hat eine Außenbreite von 1,80 Meter ohne Außenspiegel und eine Bauraumhöhe hier von 1,44 Meter. Der Leon Hatchback übrigens basiert auf dem langen Radstand der Kombi-Variante.
Im Gegensatz zum Golf, der tatsächlich zwei verschiedene Radstandvarianten anbietet. Für den Hatchback eine etwas verkürzte und für die Kombi-Variante dann einen längeren Radstand. Der Kofferraum bietet hier durchschnittliche 380 Liter Stauraumvolumen. Es gibt hier einen doppelten Laderaumboden, wenn man nicht das optionale Soundsystem Beats Audio hier verbaut hat, wie wir in unserem Fall. Dann kann man den Stück nach unten legen. Bis zu 1301 Liter Stauraumvolumen werden es, wenn man dann die Rücksitzbänke im Verhältnis ein Drittel, zwei Drittel umlegt. Der Kofferraum ist insgesamt gut nutzbar. Der Laderaumboden ist fast eben, wenn man die Rücksitzlehnen umklappt. Und so bietet der Leon auch im Alltag genügend Möglichkeiten hier, Transport gut mitzuführen oder aber Gepäck mitzuführen. Wenn man aber mehr Platz braucht, dann kann man 1555 Euro Aufpreis zahlen und greift einfach zum Cupra Leon Sports Tourer. Der bietet dann einfach nochmal deutlich mehr Platz und natürlich eine erhöhte Variabilität sowie eine niedrigere Ladekante für die, die etwas öfter mehr Gepäck mitnehmen. Im Fond bieten sich die Platzverhältnisse hier ausreichend. Wir haben gute Kniefreiheit, wir haben genügend Kopffreiheit hier in unserem Fall. Wir haben eine Mittelarmlehne hier untergebracht mit zwei Cupholdern. Wir haben zwei USB-C-Anschlüsse, Luftaustritte und eine dritte Klimazone, die wir hier hinten einstellen können. Was es leider in unserem Fall hier nicht gibt, sind Sonnenschutzrollos für die Heckscheiben, dafür aber Sonnenschutzverglasung und zudem natürlich auch Isofix-Verankerungen hier an den Außenbahnen. Eine weitere Isofix-Verankerung findet sich übrigens auf dem Beifahrersitz, was ich sehr lobe. Finde ich super, dass Cupra hier die Möglichkeit bietet, noch einen dritten Kindersitz im Fahrzeug unterzubringen. Und zwar in der ersten Sitzreihe. Dort sitzt es sich äußerst bequem hier auf diesen toll ausgeformten Cupra Sportsitzen, die serienmäßig hier an Bord sind. Die Sitze bieten einen guten Seitenhalt. Die Kopfstütze ist in die Lehne integriert, also haben wir sogenannte Vollintegralsitze hier drinnen. Und der Fahrersitz ist in unserem Fall hier elektrisch verstellbar. Es gibt auch eine Lordosenstütze. Überhaupt fühlt sich der Sitz richtig bequem an, bietet auch einen hohen Langstreckenkomfort und auch die Schenkelauflage, obwohl sie nicht ausziehbar ist, ist angenehm großflächig, sodass man hier auch wirklich gut sitzt hinter dem Dreispeichen-Lederlenkrad. Das bietet hier bereits die Akzentfarbe Kupfer an den Ziernähten sowie an den Spangen des Dreispeichen-Lenkrads und natürlich das große kupferfarbene Logo hier auf einem Pralltopf, der so ein bisschen Carbonstruktur simuliert. Das wirkt alles sehr erfrischend und auch wirklich gut. Der Lenkkranz ist eher dünn ausgeformt, hat gute Griffmulden, an der Seite sogar perforiert und das Lenkrad ist in drei Stufen hier sogar beheizbar in unserem Fall. Der Blick des Fahrers kommt dann auf ein voll digitales Kombi-Instrument, welches wir in verschiedenen vorkonfigurierten Ansichten abrufen können und dann auch in den jeweiligen Ansichten nochmal die einzelnen Spalten links und rechts sowie teilweise noch den Center-Bildschirm komplett konfigurieren können. In der Mittelkonsole dann ein großer 10 Zoll großer Bildschirm, der Touchscreen. Man kennt ihn ja schon bereits aus vielen Modellen hier von der Marke Cupra oder aber auch Seat. Der Touchscreen bietet die Touchbar unbeleuchtet weiterhin, die Möglichkeit zur Einstellung eben von Temperatur und Lautstärke hier über den Slider. Und wenn man dann einen Doppelklick mit den zwei Fingern macht auf die Temperaturanzeige, dann schaltet man die Sitzheizung an oder aus. Wir haben als Konnektivität natürlich hier Apple CarPlay und Android Auto, beides wireless umgesetzt, hier im Fahrzeug integriert. Wir haben wie gesagt eine 3-Zonen-Klimaautomatik, einen DAB Plus Tuner, wir haben hier ein Navigationssystem. Die Bedienung ist einwandfrei, es gibt mehrere Möglichkeiten, entweder man kann es sich in diesen drei Gassen anbieten oder aber man kann eben sich die einzelnen Widgets herholen. Und das funktioniert auch alles soweit recht gut. Mittlerweile muss man sagen, dass die Software deutlich stabiler und auch zuverlässiger läuft. Ein Systemabsturz habe ich während meiner 14 Tage Testzeitraum nicht erlebt.
Die Materialien insgesamt sind durch die Bank ganz ordentlich. Es gibt hier aufgeschäumte, aber auch harte Kunststoffe. Die Verarbeitung ist sehr gut. Es knarzt nichts, es knistert nichts. Also so soll das Ganze auch sein. Es fühlt sich auch alles toll und überall findet man immer wieder Kontrastnähte hier in Kupfer, also Kontraststitching oder Kontrastelemente hier in den Lüftungsdüsen etwa, um nochmal diese Cupra-Markenfarbe hier schön aufzugreifen. Wir haben für das Smartphone in der Mittelkonsole eine Ablage, zusätzlich induktive Ladeschale bietet, zwei USB-C-Steckplätze gibt es ebenfalls und in der Mittelkonsole gibt es dann die Möglichkeit der automatischen Parkbremse und aber noch zusätzlich eben den kleinen Knubbel hier für unser Doppelkupplungsgetriebe. Unter der Motorhaube unseres Cupra Leon arbeitet ein 1,5 Liter Vierzylinder Turbobenziner. Den kennen wir so schon auch aus dem Cupra Formentor. Allerdings wurde er hier in Verbindung mit dem Doppelkupplungsgetriebe aufgewertet zum sogenannten Mild-Hybriden. Das bedeutet, wir haben hier einen Riemenstartergenerator, der zusätzlich eben die Möglichkeit bietet, im unteren Drehzahlbereich etwas ein bisschen mehr Drehmoment zu boosten, das heißt also das Triebwerk hier zu unterstützen und im Umkehrschluss auch weiterhin die Möglichkeit bietet, wenn man eben lange Zeit keine Leistung abruft, eben zu segeln mit komplett deaktiviertem Motor, denn der Riemenstartergenerator sorgt dafür, dass der Motor sofort innerhalb von wenigen Millisekunden wieder einsatzklar ist, wenn der Fahrer den Fuß auf das Gaspedal stellt, dann springt er sofort an, ist auch sofort wieder einsatzbereit und kann auch sofort die Leistung, die geforderte, umsetzen. Das funktioniert alles sehr reibungslos, aber im Alltag merkt man, wenn man eben ruhig dahin fährt, dass der Motor sehr darauf bedacht ist oder die Elektronik sehr darauf bedacht ist, jedes Mal, wenn man den Fuß vom Gas nimmt, sofort auszukuppeln, entweder im Leerlauf oder eben mit abgeschaltetem Motor zu segeln. Das kann den ein oder anderen so ein bisschen stören, wenn man das nicht mag, wenn man merkt, ah, okay, ja, abgeschaltet, wieder angeschaltet. Natürlich merkt man immer noch so einen kurzen Ruck oder ähnliches, aber in meinen Augen, wenn man sich so ein bisschen darauf eingelassen hat, dann funktioniert es auch sehr, sehr gut und man merkt es kaum. Genauso wenig merkt man etwas davon von der zylinderselektiven Abschaltung. Das bedeutet, wenn man eben nur wenig Leistung aktuell abruft, dann werden zwei Zylinder abgeschaltet. Somit hilft das Ganze dann ebenfalls auch nochmal Kraftstoff zu sparen im Alltag. Der Motor ist auch insgesamt akustisch sehr gut gedämmt. Er läuft sehr, sehr ruhig, vibrationsfrei fast schon. Und hat auch einen sehr schönen Drehmomentverlauf. Das maximale Drehmoment liegt bei 250 Newtonmeter. Die Maximalleistung liegt bei 110 kW bzw. 150 PS. Von 0 auf 100 geht es dann mit dem 1.5 e-TSI hier in 8,7 Sekunden. Und die eingetragene Höchstgeschwindigkeit liegt bei guten 214 Stundenkilometern. Das funktioniert auch alles ganz gut. Die Höchstgeschwindigkeit wird allerdings mit ein bisschen Anlauf erst erreicht. Dafür aber läuft er bis 160, 170 sehr, sehr flott. Man kann auch Überholmanöver auf der Landstraße gut mit ihm absolvieren. Also hier wirkt der 1.5 TSI in keiner Weise für meine Begriffe untermotorisiert. Im Gegenteil, das passt schon richtig gut. Das Cupra-Feeling kommt allerdings dann erst auf, wenn man eben so ein bisschen mehr auf einer kurvigen Landstraße unterwegs ist. Dann will man den Wagen hier auch ein bisschen dynamischer eventuell bewegen können. Das funktioniert ganz gut, denn das Fahrwerk arbeitet sehr sauber, bietet ein schönes Einlenken, bietet einen präzisen Geradeauslauf und auch ein neutrales Einlenken. Erst sehr spätes Andeuten des Untersteuerns über die Vorderachse, denn wir haben hier sehr breite Reifen draufgezogen. Serienmäßig sind bei allen Cupra-Modellen, auch beim e-TSI hier, 18 Zoll Räder. Die sehen nicht nur optisch gut aus, sondern sorgen auch dafür, dass wir noch eine breitere Aufstellfläche haben, bisschen mehr Grip an der Vorderachse und damit eben auch so ein bisschen mehr Dynamik hier spüren.
Wir haben in unserem Fall hier im Fahrwerk auch eine Aufwertung nochmal durch die Optionsliste bekommen, nämlich das sogenannte DCC, das Dynamic Chassis Control. Das bedeutet, wir haben hier ein adaptives Fahrwerk, wir können also die Dämpfer entsprechend einstellen und die Antriebscharakteristik wird zusätzlich dann noch mit beeinflusst durch die jeweiligen Einstellungen, die wir hier dann jeweils vornehmen können. Wir haben die Möglichkeit, entweder im Normalmodus unterwegs zu sein oder im Sportmodus, oder wir können uns das Ganze individualisieren. Da bin ich dann immer ein Freund. Ich habe das ganz gerne recht komfortabel, das Fahrwerk. Dafür die Lenkung eher straffer zum Beispiel, oder aber die Klimatisierung kann für mich auf Eco sein. Das kann man dann alles hier wunderbar beim DCC sehr schön in den Individualeinstellungen anpassen. Das Fahrwerk bietet eine gute Spreizung aus Komfort und dynamischem Verhalten. Wir haben also bei schlechten Straßenverhältnissen hier nie ein wirklich unkomfortables Fahrwerk, und auch bei sportlicher Fahrweise sind wir jetzt nicht zu straff unterwegs, sondern haben immer noch einen guten Restkomfort. Es sei denn, man stellt eben hier das Fahrwerk wirklich auf komplett Sport, dann ist es schon echt ein bisschen zu straff in meinen Augen. Dann wird es auch ein bisschen hier stuckrig für meine von der Vorderachse. Also hier sollte man eher so ein bisschen in den Richtung Komfort gehen. Die Lenkung meiner Meinung nach dürfte mehr Rückmeldung bieten, ist mir ein Tick zu leichtgängig in ihrer Abstimmung gewählt, ist zwar direkt, wenn man die Lenkbefehle überträgt, aber wie gesagt, von der Straße kriegt man zu wenig Fahrbahnkontakt mit. Das müsste für meine Begriffe bei einem Cupra deutlich besser gelöst sein. Im Alltag dann gibt es natürlich auch noch genügend Assistenzsysteme, die können wir hier alle nutzen, wie wir sie auch bei allen anderen Cupra oder Seat Modellen kennen. Wir haben den Travel Assist an Bord, der hier alle Assistenzsysteme ineinander vereint und mit der Intelligenz aus der Navigation vereint. Bedeutet, wir kriegen hier genügend Informationen, wann man rechtzeitig vom Gas gehen kann, um effizienter zu fahren, oder wann scharfe Kurven kommen. Man hat eben ein adaptive Abstandsregeltempomaten, aktive Spurführung, wir haben tote Winkelüberwachung, all das gibt es, und man kann dann auch teilautonom zumindest nach Level 2 Plus unterwegs sein. Das heißt, das Auto orientiert sich sogar auch am Vordermann, selbst wenn hier keine Hilfslinien vor auf der Straße mehr sind. Das hilft dann auch ebenfalls hier entspannt durch den Alltag zu kommen. Alle Systeme funktionieren auch sehr zuverlässig. Wie man gesehen hat, lediglich erst dann, wenn das Wetter etwas unschöner ist und es draußen regnet, dann steigen allerdings die Sensoren relativ schnell aus. Das finde ich ein bisschen schade. Da müsste man vielleicht noch mal etwas nachschärfen. Wir werden jetzt gar nicht mehr groß nachschärfen, sondern zum Fazit fahren, und dann werden wir gleich mal schauen, was hat der Cupra Leon eigentlich im Alltag verbraucht, was kostet er und was ist meine Meinung. Also bleibt dran. So, da sind wir auch schon angekommen. Er tutet, weil die Zündung noch an ist. Der Cupra Leon 1.5 ETSI. Ist es ein echter Cupra? Das war die eingangs gestellte Frage. In meinen Augen ist er das, denn es kommt nicht nur rein auf die Motorleistung in gewisser Hinsicht an, sondern Cupra verkörpert ja vieles auch durch Design. Und wenn man das eben so mitnimmt, wir haben hier ein deutlich sportlicheres Auftreten, sehr schöne Leichtmetallräder, auch diese typischen Cupra-Akzente in Kupferfarben, die hier immer wieder auftauchen. Das Fahrzeug fährt sich angenehm dynamisch, selbst mit dem 150 PS ETSI. Woran liegt es? Ganz einfach, der Wagen ist relativ leicht mit eben knapp 1,4 Tonnen. Das sorgt am Ende dann auch für einen sehr guten Verbrauchswert, denn über die Verbrauchsstrecke hatten wir jetzt einen Gesamtwert von 5,8 Litern ermittelt, also ausgelitert. 6,2 Liter ist der angegebene WLTP-Wert. Mit dem 50 Liter Kraftstofftank haben wir dann einen Aktionsradius nach Testverbrauch von gut 860 Kilometern, und das ist doch ganz respektabel. Was kostet der Wagen am Ende des Tages? Los geht's bei 35.170 Euro. Mit Doppelkupplungsgetriebe. Wer
ihn als Kombi möchte, der muss nochmal 1.555 Euro mehr investieren. Und der Testwagen, so wie er da steht, mit quasi Vollausstattung, der kostet 42.940 Euro. Und jetzt die große Frage an viele Sparer: Ist ein Seat Leon 1.5 e-TSI FR günstiger oder nicht? Was sagt ihr? Ja, ist er tatsächlich, um knapp 500 Euro, um genau zu sein. Nach aktueller Preisliste, wohlgemerkt, im Februar 2023. Das sei erwähnt, denn Preiserhöhungen gibt es ja derzeit fast im Stundentakt. Jetzt bin ich gespannt auf eure Meinung da draußen. Schreibt sie mir unten in die Kommentare. Lasst uns diskutieren über den neuen Einstiegs Cupra Leon. Und ich bin sehr gespannt, was ihr mir schreibt. Vielen Dank fürs Reinklicken. Vielen Dank für die Kameraführung bei Bernd. Und euch wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Sage Tschüss und Servus, euer Ubi.